Herzlich willkommen an diesem schönen Samstagmittag zu 18 Wheels of Steel. Extreme Trucker. Bei, ist eigentlich Nachmittag, ja. Ja, naja, Nachmittag. Ach, manche essen auch Mittag um 3:30, so wie ich gestern. So, wir haben im letzten Part das Grauwasser gefahren. Genau. Mit Schlittschuhen. Genau, mit Schlittschuhen. Es war ein sehr rutschiger Part. Schenkelklopfer. Genau. Und jetzt fahren wir Planierraupen. Wir können noch ein bisschen labern jetzt hier, weil das, die Fahrt ja. wird Minuten dauern. Die wird sehr kurz. Also wir sehen es schon hier. Es ist eine sehr kurze Strecke von Tuktoyaktuk nach Straßenwachtstation. Nach Straßenwachtstation, ne? 39 Meilen sind das bloß. 266 Punkte kriegen wir dafür. Das ist ordentlich. Zwei Planierraupen kennen wir schon aus der Jungersstraße. Diesmal nur haben wir auch zwei gefahren? Ja, da waren auch zwei Planierraupen, die wir in die Luft gejagt haben. Die werden jetzt glaube ich nicht in Luft gejagt, die werden jetzt lieber auf die Schlittschuhbahn gejagt. Genau. Aber wir fahren einfach los. Wir sind wir brauchen noch 125 Punkte bis zur Stufe Arbeiter. Es ist sonnig, Sonnenaufgang, sehr schön morgens, ja. Klare Sicht und eine kurze Strecke. Ja, steht sogar hier Kurzstrecke. Also, die Ränge können wir auch nochmal kurz anzeigen, ne? Ja, können wir uns nochmal angucken, wir haben ja Zeit. Ja, wir sind immer noch Jungspund. Wir werden nach dem Auftrag, werden wir wahrscheinlich Arbeiter sein. Ja. Und dann gibt's noch Trucker und... Dann haben wir die ersten vier da geschafft. Also genau. Das passt die Planierraupen hier. Und dann geht's ja hier weiter mit, mit ganz ordentlichen Sachen. Also wir sehen hier schon so eine Tonne oder sowas ist das. Man sieht's jetzt aber noch nicht. Gleich, kommen wir mal weiter. Und nachher ist so ein Riesending. Ja, nach. Das ist ja, hier gibt es so ein Riesending. Vielleicht seht ihr es nicht so gut. Später seht ihr es dann auf jeden Fall, wenn wir es dann fahren. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Wir fahren einfach mal los. Mit den Planierraupen. In Alaska. Genau. Ist ein sehr schöner Truck. Erstmal kommt noch Let's Play Ladebildschirm. Kennen wir ja. Aber der braucht auch nicht so lange jetzt. Allein dadurch, dass es ja eine kurze Fahrt ist. Wir können uns kurz diesen Truck angucken. Der sieht sehr stylisch aus. Wir haben hier auch. Der sieht wirklich stylisch aus. Leuchten. Und die Frapster auf 16, wie haben wir das gemacht? Na, aber ich fahr grad nicht. So, und dann haben wir diese zwei Planierraupen. Wir gucken erstmal, wo wir lang müssen. Wir müssen jetzt rechts. Ja, ja gut. Also, da braucht man eigentlich gar nicht gucken, wo wir hinfahren müssen. Wir haben vorhin Tank. Tanken brauchen wir also auch nicht. Planierraupen können nicht fliegen, sondern rutschen. So kannst du den Partner schlittern. Schlittschuh. Planierraupen mit Schlittschuh. So, wir fahren los. Einfach mal hier geradeaus. Ja, wir können ja hier so ein bisschen durch die Sichten switchen. Was haben wir denn? Ja, wir haben hier natürlich ein sehr schönes Innenraum mit diesem stylischen Rot. Sieht sehr interessant aus. Hier sehen wir den ganzen Truck. Hier ist gerade so ein Schneehaufen. Würde ich da rüberfahren, würden vielleicht auch die Planierraupen fliegen. Aber das lassen wir mal sein. Wir wollen das jetzt nicht testen. Wir haben sehr wenig Zeit. Also der Zeitbalken ist schon zu einem Drittel wieder weg. Ich denke nicht, dass wir das schaffen mit der Zeit, aber werden wir sehen. Wenn du da wieder eine Mondschau da vorne machst, ey. Also. Ja, Mensch. Hörst du mich so durch dein Headset? Ja, ich höre dich. Okay. Gut. So, jetzt müssen wir hier mal links. Ich bin ja gar nicht lange schon. Ja, Tobi fährt immer lange Aufträge und ich die kurzen. Ohne, dass wir es wollen. Das passiert. Ja, aber ich geh da nicht ganz schnell vorbei. Nicht so wie in Australien. Ja, also Australien, was dann wahrscheinlich am Ende kommt. Ja, also wir wollen es zum Ende fahren, weil es ziemlich lange dauern wird. Also ich würde sagen, wenn wir schon mal Ey, da ist ein anderer Truck. Guck mal, wie hoch der ist. Alter Scheiße. Der ist ja auch gerade da ausgewichen. Ach du Ficken. Ich würde sagen, wenn wir schon mal Alaska durchhören, dann fahren wir einfach mal schön. Fliegen wir nach Asien, nach Bangladesch. Nee, erstmal müssen wir noch in die USA. Und dann zurück nach Montana und dann. Ach so, oder so. Können wir eine kleine Weltreise machen, weil. Werden wir sehen. Wir werden sehen, wie wir es machen. Erstmal machen wir die Tuk-Tuk. Ach, Schlag mich tot. Winterstraße zu Ende. Die Schlag mich tot Winterstraße. So, jetzt haben wir hier auch so ein paar Risse im Eis. Da fahren wir einfach mal rum. Ja, ist natürlich sehr schön, dass hier ziemlich breit ist. Ich sag ja nur Fast and Furious 4. Der am Anfang, der Truck, der war richtig schön nice. Ah ja, der mit dem. Dominikanische Was denn das für eine Scheiße hier? Dominikanische
Islamische Republik, Yannick, ja? Das wäre noch ein geiles Gebiet für Extreme-Tracker. Ja. Ach du, oh fuck. Und dann noch Indien, Dominikanische Republik und Indien, das wär's noch. Alter. Und dann nochmal, dann noch vielleicht die Alpen noch, Schweiz, Österreich. Vielleicht gibt's ja bald Extreme Trucker 3. Ja, das wäre bestimmt geil. Das wäre cool. Dann mit richtig viel Afrika. Ja, Afrika, da gibt's bestimmt auch gute Sachen, so wie. Stimmt, in Afrika hier Sahara. Oder bei den Victoria Wasserfällen, da Tansania, die Ecke. Oder mitten im im Regenwald, da sind ja auch sehr viele Trucks unterwegs, ja, mit dem Abholz. Ja, genau. Oder vielleicht dann noch irgendwie in Brasilien. Im Nahen Osten. Brasilien, reicht ja einmal die Ungarstraße. Na oder man. Peru, die Anden. Die könnten natürlich auch die Winterstraße, die also diese Tuk-Tuk-Jagd Winterstraße weiter ausweiten bis nach Russland rüber. Es gibt ja eine Jahreszeit, wo man darüber fahren kann nach Sibirien. Nee, es gibt so, die haben jetzt da wird jetzt eine 90 Kilometer lange Brücke gebaut, wenn ihr mal auf NTV eingeschaltet habt. Da gibt es jetzt eine Zugstrecke und eine Autostrecke. Wirklich, da sind jetzt Temperaturen von minus 30 Grad, fährst du mit Auto durch, mit Trucks rüber. Können die von mitten von Alaska, das können wir vielleicht mal näher ansprechen, oder gibt einfach mal 91 Kilometer Brücke Alaska, Sibirien und dann werdet ihr fündig. Ja, aber sonst ist da meist auch, also zu einer bestimmten Jahreszeit ist da mal zugefroren und dann fahren die ganzen Trucks darüber. So wie in der Ostsee. Ja. Ey, guck mal, da ist einer mit einem fetten langen Rohr. Und wir schaffen es übrigens nicht in der Zeit. Egal. Aber schneller, sonst sind wir jetzt nicht arbeiten. Ey, wir kriegen 266 Punkte und brauchen 125. Da kann ich hier nochmal in den Wald fahren und Pilze suchen, ne? Auch einmal so mit dem Bruder so mitten im Winter so. So, da laufen so eine Leute so rechts lang, die sind gerade mit Auto gefahren. Und so mein. Da sagt er so, was machen die gerade? Die suchen Pilze. Da Pilze suchen, klar, ey, ja. Oh, wir können es vielleicht doch noch in der Zeit schaffen. Wenn jetzt nochmal Gas. Gib Gas. Nee, ist vorbei. Egal. Vielleicht kriegen wir nur 2 Punkte Abzug. Und 40 Meilen sind wir gefahren. Nein. Ein bisschen minus 3 Punkte. Mach ich doch. Ich bin der Hellseher. Minus 3 Punkte. Also statt 266, 263 Punkte. Das macht nichts. Also diese 3 Punkte. Oh, wir haben eine PN. Wir machen nochmal kurz Let's Play Ladebildschirm. PN von Anukaket. Achso, Anu. Dein LP. Okay, cool, danke. Oh, was habe ich denn gesagt? Nee, da habe ich bestimmt irgendwas geschrieben. Nein, da habe ich was geschrieben. Achso. Naja. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes haben sie in ihrem Kollegenkreis an Anerkennung gewonnen. Sie sind nun Arbeiter. Schön. Wir sind Arbeiter. Das bedeutet, wir haben neue Aufträge. Und zwar. Nee, eben nicht. Achso, naja, wir müssen die erst fahren. Man kann sie jetzt nämlich angucken. Hier zum Beispiel großer Tank, P-Tank, was viel. Ach, guck mal, hier gibt es eine lange Strecke für 351 Punkte, 99 Meilen und 94 Meilen für 352 Punkte. Ist ja auch lustig. Kann ich ja wieder fahren. Na gut, beim nächsten Mal fährt Tobi, das wird morgen, nee, doch ja, morgen sein. Ja, ich fahre ja immer samstags, Tobi sonntags. Die Grand Parts, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal morgen, ja, wenn Tobi dann wahrscheinlich den großen Tank fahren wird. Oder irgend so ein Tank. Und zwar von Inofig, ne? Inofig. Wieder von Ficken, ja? Ja. Guti, wir brauchen übrigens bis zur Stufe Trucker noch 1162 Punkte, sehe ich gerade. Also das Gebiet ist auch zacki-zacki schnell gemacht. Ja, das wird schnell gehen. Bei Part 26 denke ich, nee, 27 müssten wir fertig sein. Dann haben wir nämlich, wir versuchen immer alle Trucks zu fahren, die es gibt. Also die da bei Rang. Ja, die bei Rang zu sehen sind, genau. So, wir beenden jetzt den Part. Deswegen beenden wir jetzt den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.